Ja, es geht weiter. Wir haben endlich mal Fortschritt erzielt. Ich bin jetzt wieder hier unten am Dom angelangt, wo wir zuletzt die Bosse besiegt haben. Und jetzt geht es hier weiter, hoffe ich. Ah, eine Wespe. Die sich gleich wieder verkümmert, weil sie mich schreien hat. So, jetzt geht's hier weiter. Okay, da muss ich wohl... Okay, so weit, so gut. Oh, eine Open. Ach, hier war ich doch schon mal. Jetzt kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, jetzt genau die andere Seite diesmal. Ah, nee, hier geht's zum Himmelsschloss. Ach, hier war ich doch schon mal. Okay. Ja, dann gehen wir doch erstmal hier gucken. Oh. Mord's Floating Castle. War ich ja schon. Richtung rechts, guter Freund. Mal gucken mal, was hier ist. Dann sehen wir uns das mal an hier. Bin ich auch einen kurzen Moment schon drinnen gewesen. Bis hierhin. Selten Materialien, Ritter fallen lassen. Okay. Oh, fuck. Das ist dieser große Ritter. Das wäre. Ah! Okay, steht da immer noch da. Ein Amulett aus der Wurzel, die in der Krypta der toten Götter vorkommen, herkommen, geschnitzt. Seine Kraft ist aus klärlich stark, aber es zieht sich aus der Seele des Trägers. Erhöht die Angriffskraft, kostet den Träger aber Salz für jeden Angriff. Okay. Die Angriffskraft denn? Das ist schlechter. Okay, was soll das hier? Okay, dann gehe ich wohl doch erstmal runter, um den Typen da zu erledigen. Der ist so übelst hart zu besiegen. Weit ist denn das entfernt?
jetzt nicht so weit entfernt, ne? Es ist hier einfach um die Ecke. Mal. Dass er mich da hat erwischt. Alter. Ach, der hinterlässt die Aufträge des Herzogs, okay. Oh Mann, wenn da jetzt häufiger solche Typen kommen, na dann Bruce Marzer, der. Jetzt ist halt wieder weg. Wenn die Kisten hier so häufig versteckt sind, dann ist es ganz nur eine Mimik sein, die da rumeiert. Jetzt geht's hier hoch. Da oben ist eine Leiter, da kommen wir wahrscheinlich anders irgendwie hin. Alter, was sind das alles auf einmal für One-Shot-Typen? Weil ich hatte gehofft, dass ich den Typen da alleine kriege. Offenbar muss ich sie relativ schnell töten. Alter Schwede, okay, da darf ich mich nicht treffen lassen von der. Das ist wieder genau dasselbe wie dieses komische Einhorn, was wir da hatten. The fuck, vielleicht muss ich da mal ins Bestarium reinschauen, um zu gucken, was deren Schwäche ist. Jetzt ist der Ritter halt wieder da, ne? Oh fucking hell. Und Sprung, wenn ich halt. Ach, das darf ich nicht machen. Ja, das darf ich nicht machen. Ich muss warten, bis er.
Schimmernde Perle. Er bringt richtig viel Gold. Okay, diese komischen Tanten da oben. Oh Mann, ey. Boah, Scheiße. Was? Alter Schwede, ey. Die hauen dich halt sofort weg, die alten Scheißer, die... Ich bin da oben Krieger. Boah, ich hab schon wieder Level ab, ich soll da nicht zurückgehen. Sie ist nämlich schon wieder kommen, Leute. Sind die es auch kommen? Das ist wieder eine Mimik. Was ist hier? Ich hab mal geguckt, ob ich da einen Rückzugsort habe. Gott sei Dank sind die immer nur einmal da. Ach, das ist das, was ich von oben gesehen habe. Mann, ich sehe es so kommen, dass ich da jetzt runterfalle. Ich glaube, ich gehe mal lieber zurück. Wir sollten das safen, weil. Ich brauche jetzt sowieso mehrere, ne? Ich brauche 4 Punkte. Obwohl ich gerade am überlegen bin, ob es tatsächlich so clever ist. Ich habe ja noch keine Ausrüstung. Also ich habe noch kein Stufe 5 Schild. Eigentlich ist es Quatsch. Wir sollten die Rüstung weiter pimpen. Hier, Stufe 3 Rüstung. Das ist viel, 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 viel besser. Ja, ich glaube, das machen wir mal, die Rüstung verbessern. Ja. Es hier weitergehen. 2 Punkte. Ausdauer und die Traglast. So, die maximale Traglast deutlich erhöht wird. Machen wir das als nächstes. Was hat er hinten nochmal? Ach, da war der nur der Abgrund, ne? Okay. Dann sowieso ein bisschen üben gegen diese Gegner.
Die Mimics kommen ja jetzt nicht mehr, aber der Riese kommt nochmal. Der bringt halt extrem viel. Hat auch seltene Ressourcen dabei. Ah, shit. Da ist es wieder passiert, dass ich zu früh gesprungen bin. Ja, der Hüter der Krypta, das ist echt ein mega krasser Gegner. Du kannst ihn halt nicht blocken. Du musst halt das über Ausweichen machen. Ich hatte jetzt nicht so viel. Also ich brauche die Verzauberung, glaube ich, um ihn wieder zu ringen. Zu spät. Und wieder zu spät. Schade. Wenn du halt auf einer Erhöhung stehst, wie ich eben gerade auf der Treppe stand, dann bist du halt hundertprozentig von dem Sprung getroffen. Deswegen darf ich ihn da nicht rüberziehen. Der ist echt schwer. Da bist du halt eiskalt bestraft, ne? Du hältst vielleicht drei Schläge aus und dann ist es vorbei. Ich könnte natürlich die ganze Zeit mit dem Bogen befeuern, aber ich glaube, da bin ich stärker, wenn ich halt. Der hat halt arschschwer Lebenspunkte. Das ist das Problem. Ja, wieder zu spät gesprungen. Hat geholt. Okay. Man kann ihn auch nicht interrupten während der Zeit. Das Problem ist, wenn du halt springst und du rollst in dem Moment, oder wenn er springt und du rollst halt in dem Moment, dann kriegst du halt deinen Schlag ab, weil du halt zu früh gerollt bist. Du musst halt wirklich exakt im richtigen Moment rollen, damit du nicht getroffen wirst von ihm. Es funktioniert aber ganz gut. Aber ich frage mich, ob es da einen anderen Trick gibt, den zu besiegen. Ja, da bin ich wieder zu spät gewesen. Ja, das darf halt nicht passieren. Wenn ich dreimal zuschlage, dann macht er diesen Nahkampf hier. Das ist echt ein krasser Gegner, ey. Wie schnell der dich einfach aus den Latschen haut, ist der Wahnsinn, ey. Übelste Kanone. Der ist echt krass, der Gegner. Sehr furchteinflößend auch. Ja, da haben wir es. Da habe ich wieder zugeschlagen, während er springen wollte. Bin zu gierig. Ich muss aufhören, gierig zu sein. Einmal zuhauen und dann schauen, was passiert. Ist er, er macht, dodge den Sprung, dann kann ich zweimal zuhauen. Wir machen es nur mal einmal. Mal gucken, wie lange es dauert, wenn ich einmal zuschlage. Ist er auch gegen Stichschaden empfindlicher als gegen Schaden. Ist fast besser wie... Ich bin eigentlich gerollt, aber okay. Ja. Das meine ich halt, ne? Ich bin wieder zu früh gerollt. Ich bin gerollt, bevor er es gemacht hat. Er muss halt wirklich in der Hocke sein und wenn er dann anfängt zu springen, aber wenn du zu dicht bist und er springt, dann kriegst du halt den Fuß von ihm ab und bist halt dead.
Alter, das kann doch nicht sein. Ich hasse diesen Gegner. Ich muss halt jedes Mal an dem vorbei, wenn ich weiterkommen will. Dann einfach durchrollen und dann ihn hinter mir lassen. Das geht natürlich auch, aber er hat schon richtig gute Ressourcen dabei. Das ist jetzt mal mit der Verzauberung, das macht ja keinen Sinn. Jetzt bin ich auf der Treppe, da darf ich nicht stehen. Zurück. Amen. Er hat eigentlich immer die Auftritte des Herzogs dabei. Dafür zum Upgraden. Wieder jetzt mal nochmal oben gucken. Jetzt müssen wir fast. Jetzt kommen mal die anderen blöden Tanten noch. Gefallen sind die nicht, ne? Also zwei von denen ist, glaube ich, zu viel. And dead.
Schwierigkeitsgrad nimmt ganz schön an, ey. Holy fucking shit. Dann ganz schön. Die sind eigentlich nicht schwer. Die halten halt nichts aus, ne? Hier, Tio. Sind halt relativ einfach eigentlich zu besiegen. Kann ich da einfach ranspringen? Das heißt, wir... Um was geht da? Muriel mal. Okay. Brauchen Arcan-Defense. Dann gehe ich vielleicht doch erstmal unten gucken, weil da ja die Dingsbums sind. Oh, jetzt will ich, muss halt die blöden Tanten besiegen, ne? Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich fange die ganze Sache hier am Start. Und dann muss ich, glaube ich, Arcan-Verteidigung mitnehmen. Dann das Schild mit Arcan-Verteidigung. Ja, danke fürs Einschalten. Das war Sword and Sanctuary. Wir haben Fortschritt, aber es ist mega schwer. Und freut euch jetzt schon mal drauf. Wir müssen in der nächsten Runde wieder gegen die Ritter antreten. Okay, ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Tschö.